Am Wochenende mussten die Handballer von Frischaufgöppingen die erste Heimniederlage der laufenden Saison hinnehmen. Vor rund 5.300 Zuschauern gab es für die Grün-Weißen gegen den aktuellen Champions-League-Sieger SG Flensburg-Handewitt nichts zu holen. 26:34 stand es nach 60 Minuten. Aufgrund der über weite Strecken schwachen Leistung der Göppinger geht der Sieg der Norddeutschen in dieser Höhe auch in Ordnung. Im Handball ist es dann oft so, dass es einfach Tage gibt, wo du mit dem falschen Fuß aufstehst. Und ich denke, heute war es bei der Mannschaft irgendwie, die ganze Mannschaft ist mit dem falschen Fuß aufgestanden. Wir haben es heute gesehen, wir haben viele technische Fehler, haben viele kleine dumme Fehler in der Abwehr gemacht, die dann halt häufig zum Torerfolg von den Flensburgern kamen. Haben vorne den Ball verdaddelt und sind dann einen Tempogegenstoß reingekommen und haben dann das Tor kassiert. Weißt du, wenn ein Spieler mal einen schlechten Tag hat, dann kann man das irgendwie noch kompensieren. Aber wenn die ganze Mannschaft einen scheiß Tag hat, dann ist das halt mal so, dann kriegst du halt mal auf den Deckel. Dabei sah es zu Beginn der Partie noch nach einem hart umkämpften und knappen Spiel aus. Flensburg konnte sich zwar bereits früh einen kleinen Vorsprung herauswerfen, Frischauf kämpfte sich aber immer wieder ran. Kurz vor der Halbzeit kam dann jedoch der Bruch im Spiel der Göppinger. Aus einem Ein-Tore-Rückstand wurde innerhalb weniger Augenblicke ein 6-Tore-Rückstand, dem die Grün-Weißen die restliche Partie über nachlaufen mussten. Ich bin enttäuscht über unsere Leistung, aber wir haben gegen eine viel bessere Mannschaft heute gespielt. Das hat uns ganze Zeit bestraft. Für Göppingen war die Niederlage gegen Flensburg die zweite in der laufenden Saison. Nach 10 Spielen stehen die Grün-Weißen aber noch immer auf einem hervorragenden 4. Tabellenplatz. Daher konnten auch die meisten Frischauf-Fans in der Halle mit der ersten Heimniederlage gegen den Spitzenklub aus dem hohen Norden leben und unterstützten die Mannschaft trotz phasenweise enorm schwacher Leistung. Die Halle war am Anfang auf jeden Fall da. Ich meine, als sie dann gemerkt haben, dass es heute echt scheiße wird, dann sind sie ein bisschen ruhiger geworden, aber trotzdem waren sie da und haben sich hinter uns gestellt. Und als wir die Ehrenrunde gemacht haben, letztes Jahr war es noch so, dass sie uns alle nicht ausgepfiffen haben, aber viele abgewunken haben und haben gemeint, was soll das? Und heute läufst du halt durch die Runde und dann bejubeln die dich alle und sagen, ey, mach nichts, Kopf hoch, weißt du, was ich meine? Und das ist halt echt, da merkst du, wie die Zuschauer mitgegangen sind heute auch. Und da sind wir auch extrem stolz von der Mannschaft her aus und sind auch überglücklich, dass es so mit den Fans wieder super läuft. Für die Fans und Spieler steht jetzt aber erst einmal eine Länderspielpause auf dem Programm. Danach geht es am 5. November auswärts in Gummersbach aufs Feld. Das nächste Heimspiel der Göppinger findet am 9.11. statt. Dann ist der HSV Hamburg zu Gast in der EWS-Arena.